Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bevor wir starten, bitte den Kanal abonnieren und die Videos teilen. Dankeschön. So, wir sehen den Goldpreis wie erwartet. Also die Entwicklung hat sich so ergeben, wie wir es erwartet haben. Und zwar, dieser Widerstand wurde genommen. Und da haben wir ja immer gesagt, dass man quasi über die Marke 1864 bzw. 1840 kommen müsste. Und ihr seht, dass Gold hier einen Sprung gemacht hat, sogar hier die 1840 Marke überschritten hat und quasi hier auf dem zweiten Widerstand, einen breiteren Widerstand 1864 drüber sind. Das heißt, wir sind in einer kleinen Konsolidierungsphase von Gold. Und ich rechne, dass wir hier einen gewissen Bereich oder einen gewissen Abstand hier uns aufhalten werden und danach kann die Reise nach oben weitergehen. Ja, also ich finde es sehr bullisch. Allein wenn man jetzt die Marken schaut, von 1760 auf 1860, das sind 100 Punkte, 100 Dollar, ja. Das ist nicht einfach so gemacht. Das ist ein Zeichen, dass es weitergehen wird. Und dementsprechend können wir hier sehen, dass es weiter bullisch nach aufwärts gehen wird. Wichtige Marken sind 1864, dann haben wir die Marke 1964. Ich denke, bevor wir hier hinkommen, werden wir noch hier einen zweiten Widerstand haben. Ungefähr bei 1920. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Ja, und ihr seht, dass wir hier den zweiten Widerstand bei ungefähr 1920 haben. Da wird sich Gold nochmal die Zähne ausbeißen. Und wenn wir hier gewissermaßen ein bisschen konsolidiert haben, also ein bisschen seitwärts gegangen sind, hier in der Richtung, dann rechne ich, dass der Kurs eventuell weiter steigen wird. Mein Ziel war immer 20, also 2080. Da halten wir auch immer noch fest, ja. Wenn die Marke 2080 geknackt ist, dann sehe ich höhere Kurse in Richtung 2400. Aber bevor wir da von höheren Kursen reden, würde ich erstmal sagen, dass wir erstmal hier die Richtung 2080 erreichen. Dann, bevor 2080 ins Ziel kommt, würde ich erstmal hier die 1920 mal im Auge behalten. Und wenn das hier genommen werden kann, dann sind natürlich höhere Kurse zu erwarten. Ja? Was sehen wir dann eigentlich hier, wenn das sowas, so eine Formation hingelegt wird? Wir sehen eine Schulterkopf-Schulterformation. Das ist extrem bullisch. Und ja, es bleibt spannend, wichtig zu sehen, dass die Marke hier 1800, also 1864 hält, dass wir nicht runterrutschen. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn wir so weit hier oben bleiben, auf diesem Widerstand, dann kann uns eigentlich nichts passieren, sage ich mal, wenn wir hier in dem Bereich bleiben, dann ist das Ziel 1920 im Visier. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.